Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier in TS Classic. Wir sind heute mit dem APT unterwegs. Und da sagt er schon, Welcome aboard 370003. This is the return run back to crew, but you're going as far as Stafford. Our book departure from here is 10 Uhr. This train is formed of 7 coaches, as there weren't enough funds to overhaul a full 14 car set. Remember, your maximum speed is 125. Also, dieser APT hätte normalerweise 14 Wagen, wir sind jetzt nur mit 7 und haben hier den Motorwagen in der Mitte, Abfahrt hier 10 Uhr und ja, die Idee hinter dem Szenario ist, man hat hier ganz einen Haufen Geld gekriegt, hat so ein APT, wie es dort und macht jetzt hier Testfahrten. Okay, dann werden wir hier mal aufrüsten. Master Key rein, gehen auf Auxiliary. ABS bestätigen und jetzt müssen wir dann auch gleich CAPT bestätigen. Dürfte sich jeden Moment melden. Hat's gemacht. Bremse geht auf Initial. Und da geht auch die Lüftung mit an. Die können wir auch leider nicht ausmachen. Ah, ist mal schön, dass ich mal wieder ein APT fahren kann. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Wirklich schöner Zug. Ist Advanced. Und von denen gibt es die HUD-Variante und die ohne HUD. Wir fahren ohne HUD. Also, zumindest das hatte ich schon mit an, aber wir steuern nicht darüber. Und dann warten wir noch ein paar Minuten. Lichter sind okay. Die Motoren sind mit an, CAPT funktioniert. Hier hinten hätten wir sogar eine Kochplatte. Auch beim Hochgeschwindigkeitszug. Das kann man hier aufmachen. Man kann sogar die Türen aufmachen. Wird auch angezeigt. Machen die Türen aber wieder zu. Und ich würde sagen, wir fahren mit einer kleinen Verfrühung los. So, Bremsen auf Running. Und dann sollten wir fahren dürfen. Yes, Traction Fall geht nicht mit an. Sehr gut. Könnte eigentlich noch die Sexy Cam machen. Keine Ahnung von hier. Und einmal Motorcar. Eigentlich relativ leise. Ja, vom APT gab es zwei Varianten. Der APT E, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, und der APT P. Den letzteren sind wir jetzt hier drin. Wurden zwischen 1978 und 1980 gebaut. Ausmusterung war 1986 und die Höchstgeschwindigkeit war 240 Stundenkilometer. Im Service war er leider nur kurz. Die Leute wollten mit dem eigentlich nicht fahren, denn diese neue Neigetechnik, die hier ausprobiert wurde, war leider nicht sehr gut. Den Leuten ist halt schlecht geworden. Und haben gesagt, nee, wenn der Zug fährt, dann fahre ich nicht mit. Aber trotzdem war es technisch gesehen eine Innovation. Und hat den Weg geebnet dann für spätere Hochgeschwindigkeitszüge. Und die Neigung werden wir dann auch später noch spüren. Die ist recht krass bei dem APT. Okay, da geht's auf die linke Seite. Sehr gut.
Aber davon kommt was mit 50. Darf man ja erst gar nicht wirklich beschleunigen. Okay, wir gehen mal ein bisschen in die Bremse. Gehen wir uns jetzt komplett nach links, oder wie? Nee. 100. Ja, aber gelbes Signal, aber wir werden noch mal ein bisschen schneller werden. Ja, schade, dass wir jetzt die Geschwindigkeit nicht ausfahren können. Gehen wir auf Stufe 2. Schauen wir mal, was das Signal da vorne machen wird. Weil das Add-on ist ja mittlerweile schon relativ alt, aber es hat sich echt gut gehalten. Sieht nach wie vor sehr gut aus. Oh, wir haben grün. Na dann. Gas geben. Eventuell erreichen wir nochmal 125. Meilen pro Stunde. Bin von 70, weg vom Gas. Ja, doch. Ich glaube, sowas könnte man heute noch rumfahren lassen. Sieht jetzt nicht so altbacken aus. Muss mal schauen, kann ich hier das Teil nach oben machen? Oder tue ich mir da jetzt gerade alles... Nein, ich glaube, das kann ich einfach nicht bei der Fahrt machen. Aber jedenfalls, die ganze Nase kann man hier nach oben schieben. Okay, Maximum Schmackes. Ohne CAPT. Also da wird er normalerweise hier in der Mitte die erlaubte Höchstgeschwindigkeit anzeigen. Ich glaube nur die West Coast Mainline hat das System. Wie gesagt, da bin ich mir nicht sicher. Und ich würde mal von den Entwicklern wünschen, dass, wenn sie schon irgendwie schmutzige Scheiben machen, dass sie eine Option mit dazu geben mit ganz sauberen Scheiben. Und manchmal ist es ein bisschen nervig. Oder man macht so wie Armstrong Powerhouse, dass die Scheiben mit der Zeit schmutzig werden, aber man kann sie dann sauber machen. Haben wir eigentlich eine Passagieransicht? Nö, haben wir nicht. Okay. Ja, schaut euch mal das an, wie der sich reinlegt. Aber ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr vom Neigen. Ja, jetzt ist er wieder gerade. Ja, die Zeit wird er entwickelt, wird, also 1978. War es halt schon revolutionär, was er da gemacht hat. So, zu schnell. Gehen wir mal auf Notch 1.
Und da ist gelb. Lass mal laufen. Na, es ist grün. Aber dann auf der Rush 2. Die ideale Neigetechnik schaut ja so aus, dass du es ja gar nicht mitkriegst. Aber ist dann schon faszinierend. Also, gerade in der Schweiz, in den, die heißen nicht Pendolinos, die heißen anders, die Intercities, die das nach Italien runterfahren, die mit der langen Spitze. Jedenfalls, die haben ja auch eine Neigetechnik drin, mit dem wir jetzt ein paar Mal schon mitgefahren. Bei denen ist es echt cool, wenn du dich da in den Gang reinstellst, zum Übergang zum nächsten Waggon. Wie du dann halt siehst, wie sie das Teil halt kippt. War dann so Anfang von der Kurve. Aber spüren halt, tust einfach gar nichts. Moin, Kollege. Ciao, Kollege. Tun wir mal ein bisschen bremsen. Okay, doppelgelb. Wir lassen sie mal laufen bei der Geschwindigkeit. Mal schauen, ob das reicht. Ja, das scheint zu passen. Jetzt wieder grün. Ja, dann machen wir doch mal ein bisschen schneller. Mensch, ihr fahrt aber dicht aufeinander. Ja, vielleicht kriegen wir Sinn, dass wir vielleicht um die 100 Meilen fahren. Schon faszinierend, dass in England die Züge so brutal schnell fahren und das mit so einem simplen Zugsicherungssystem. Ja. Da ging der Saft aus. Das ist die Strafe, dass ich zu früh weggefahren bin. Schön dem anderen hinterherfahren. Wie sieht es denn aus mit dem Lichtmodi? Ich kann das ausmachen. Schaut es mir aus, sieht irgendwie schöner aus. Bin mir nicht sicher, ob das dann richtig ist. Wobei, müsste hier beschriftet sein. Right headlight, Marker lights on. Wegen was? Oder war es jetzt gerade gelb? Hab nicht hingeschaut. So, Fanheater. Machen wir den mal an. Oh, der hat sogar einen Soundeffekt. Wieder ausmachen. Der andere ist schon laut genug. Ansonsten, Bulbtest. Funktioniert. Parkbremse. Scheibenwischer.
ESD-Pedal, ABS-CAPD, Zughorn, Pantographensteuerung, Notbremse. Ah, nein, das ist Feueralarm. Funktioniert. Keine Ahnung, was man hier macht. Müsste ich mal ins Handbuch gucken. Das war jetzt doppelgelb. Kann ich das während der Fahrt aufmachen? Oh ja. Zum Sturmliften. Über uns haben wir die Dinger. Coach Number haben wir keine. Ist da. Das war's. Wir könnten noch auf die Diesel Alternator umstellen. Doppelgelb. Und dann werden wir uns mal dieses Handbuch gleich mal anschauen. Oh komm, bitte. Yes, doppelgelb. Ja, was sagt jetzt gleich das nächste? Ich schreibe es mal zur Vorsicht. Oh, einfach gelb. Ah, jetzt ist aber gelb. So, jetzt will ich mir das mal geben, wie er sich da jetzt reinlegt. Ja, schon krass. Gibt sicher geile Fotomotive. Ach nö, einfach gelb. Ist es jetzt für mich rot oder gelb? Ist da noch eins? Ich glaube, wir haben gelb. Ja, wir haben gelb. So, schauen wir uns das mal an. Nose and Document. Lifting Handle, Release Handle, Buffer Line Vertical to enable Noise and to close. T-Shape Handle. Buffer Solid and Extend Coupling Hook. Hm. Wir haben Doppel wieder. Schade, kann ich das echt nicht aufmachen hier so. Kann ich es vielleicht hinten aufmachen? Schade. Nö, darf ich nicht. Mensch, lass mich da nicht rumspielen. Schade, dass er mir den ABS-Alarm nicht nimmt, wenn es dann hier angeht. Wie über den Ton kommen erst. Ja, wieder doppel. Ja, knapp. Das Traurige an den APT ist, der was im Museum steht, der wäre soweit vollständig erhalten, aber bei der Motoreinheit haben die damals die ganzen Kabel durchgeschnitten, die richtig dicken. Und es wäre zwar möglich, den
soweit wieder fahrfähig zu machen. Aber das würde unglaublich viel Geld kosten, das alles wieder zu reparieren, was sie da kaputt gemacht haben quasi. Und ich wollte damit sicherstellen, dass der erstmal nicht wieder fährt so schnell. Und auf Facebook folge ich den Typen, der sich da um den APT kümmert. Also fast täglich postet der da Fotos vom APT, wo er, keine Ahnung, den Zug sauber macht, wo er die Lackierung neu macht, weil sie kaputt ist, wo er die Installationen im Zug repariert, wenn irgendwo Licht nicht mehr geht. Und schaut, dass er so weit funktional ist, wie es halt nur geht und bis finanziell möglich ist. Also finde ich schon cool, wie sie auf den schaut. Und da hat er auch in einem Video mal demonstriert, wie das Tilting funktioniert, beziehungsweise wie stark das ist. Da geht er dann einfach her, im Steuerwagen, wird die Diesel-Alternators hier starten. Das ist eigentlich total irrsinnig, dass der hier Dieselmotoren drin hat. Und dann geht er halt her und dort halt manuell die ganzen Wagen einmal kippen. Schon cool. Also wenn ich mal in der Nähe bin, werde ich mal den APT definitiv mal geben. In den ganzen anderen historischen Zeugs. Vor ein paar Monaten hat er ja ein HSD gekriegt, beziehungsweise einen Steuerwagen. Ah, nicht Steuerwagen, Motorwagen. Aber leider ohne Motor. Dafür war es dann halt verhältnismäßig günstig. Ja, es passt echt gut mit der Geschwindigkeit, ich bleib mal so. Nee, minimal schneller. Da verlieren wir einmal kurz Power. Weg ist der Strom. Ah, kommt er auch wieder? Ja, jetzt. Auf den Notch 3. 23 Meilen noch bis Stafford. Was sagt ansonsten der Fahrplan? Ja, nix. Also Stafford, der einzige Halt hier. Mal schauen, ob wir bei den Wagen irgendwas Spezielles sehen. Das ist so ein Großraumwagen hier. Immer eins nach hinten. Eigentlich krass, wie groß das Drehgestell ist. Vor allem vom Aufbau her echt speziell. Und da neigt er sich gerade. Was haben wir hier? Wieder Großraum. Dann erste Klasse mit... Ich weiß gar nicht, was das hier sein soll. Ob das irgendwie so Telefonraum oder sowas ist. Oder ob da der Zugbegleiter drin sitzt. Jedenfalls interessant. Halt andere Richtung. Dann ein Motorwagen an sich. Wieder erste Klasse. Ach nee, schaut's mal. Das ist so ein... Ja, so ein kleines Abteil mit so einem Tisch oder was es sein soll. Komisch, dass es hier... was? Ja, alles okay. Also, wieder erste... Falsche Richtung. Großraum. Großraum. Ah, das war's. Jetzt wäre es noch interessant zu wissen, ob bei der Vollausbau-Variante mit 14, ob da ein Bistrowagen mit dabei ist. Warte mal, was steht da?
muss euch mal kurz was aus Wikipedia vorlesen zum APT, nachdem ich das Signal quittiert habe. Hör mal auf Notch 0. Der erste öffentliche Zug fuhr um 7 Uhr in Glasgow ab, erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h und benötigte etwa 4,5 Stunden für die Strecke bis London, wobei einige Passagiere über Übelkeit geklagt haben sollen. Am darauffolgenden Betriebstag richtete die Neigetechnik 6 Wagen des Zuges ruckartig aus der Neigung auf, was zu zerstörtem Geschirr im Restaurantwagen des betroffenen Zugteils führte. Am dritten Betriebstag blockierten die Bremsen eines APTP. Ein weiterer Zug musste in Crew wegen starken Schneefall seine Fahrt unterbrechen. Dabei der Ende der planmäßigen Einsatz von APTP 3 Tage nach seinem Beginn. Der vierte bestellte Zug wurde nie gebaut. Die restlichen 3 Züge unternahmen noch bis in den Sommer 1986 Versuchsfahrten für neue Komponenten und wurden teilweise als Reserve für Intercity-Linien bereitgehalten. Eine Rückkehr für den Planeinsatz war nicht mehr vorgesehen. Ja, das war kein langer Planeinsatz. Aber die Story da mit dem Geschirr im Restaurantwagen ist witzig. Und beantwortet war auch meine Frage mit dem Bistro-Wagen, dem Restaurantwagen. Ja, vor, so voll in der Neige, voll in der Kurve drin, auf einmal macht es wupp. Und der Wagen macht einen Satz nach oben. Bisschen in die andere Richtung. Das war es aber gerade ein bisschen komisch mit dem Zittern hier. Mensch, kann der vor mir nicht schneller fahren. Wir sehen 125, also fahr 125. Bin ich wieder auf der Autobahn, wieder auf der linken Seite mal so rumschlafen und nicht weitermachen. Oder bei dreispurig, wenn halt alles frei ist, aber die Typen dann in der Mitte fahren mit 100 und das gefühlt 3 Spuren 2 machen. During final approach to stopping point, do not select running position of brake controller. Okay. Ich möchte mal ganz kurz nachschauen, was da vor uns ist. Ja, man sieht es halt nicht 93 weiter vor uns, sondern diese modernen, die jetzt da vorbeigefahren sind. Gut, dass ich es noch mitgekriegt habe. Jetzt hat es mal wieder eine Zwangsbremse gekriegt. Ich bin jetzt sogar nicht mal aus dem Stegreif, wie ich bei dem IPT die Zwangsbremse löse. Aber das ist nicht nur einfach Bremse lösen. Ich meinte, aber ich habe das nur so grob im Kopf, du musst auf die Auxiliary-Position gehen, Bremse auf Running stellen, nicht Running, auf Initial Running, wieder Initial, wieder vorwärts und dann glaube ich ist sie gelöst. Glaube ich. Müssen wir ausprobieren. Ich glaube, da scheinbar ein Effekt hat. Ja, schaut genau gleich aus. Ja auch ne. Oh. Stromlos mal wieder. Kommt irgendwie versetzt, kann das sein?
Also ja, macht ja Sinn, nachdem der Motorwagen hinten ist. Okay, ich muss mal ganz kurz warten. Da kann ich drücken, ohne dass der Alarm abgeht. So, gehen wir hier mal wieder raus. Nah genug. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass, wenn der wieder fahrtüchtig gemacht werden würde, er ganz gut Museumsfahrt machen könnte. Also auch hier mit dem Siebenteiler. Ich glaube, da würden die Leute schon mitfahren. Und der wäre halt auch schnell unterwegs. Heißt, im Plandienst würde die anderen jetzt nicht so ausbremsen. Kommt halt drauf an, wie schlimm das mit der Neigetechnik halt wirklich ist. Wobei vermutlich... Könnte man den vermutlich abstellen. Aber dann darf er garantiert keine 125 mehr fahren. Hätte ich jetzt mal so eine Vermutung. Da hinten kommt 85. Wir nähern uns Stafford. Aber sogar noch langsamer. 65. Könnte ein Gleiswechsel sein. Ja, gehen wir auf Initial. Oh, einfach gelb. Mein Kollege! Endlich mal jemand aus der Gegenrichtung. Komm, bitte sei nicht rot. Ah, wir gehen auch links. Signal. Signal, Signal, Signal. Ah, wir haben Fahrt. Oh, ist der 93 jetzt auch nach links gefahren oder fahren jetzt nur wir nach links? Beschleunige mal etwas. Ich hoffe, das rächt sich jetzt nicht. Ah, Signal, wo bist du? Doppelgelb. Okay, können wir ein bisschen Gas geben. Das hat die Oberleitungskonstruktion. Ja, bleiben wir auf 4. Ist gerade auf Grün umgesprungen. Das passt ganz gut. Oh ja, ich sehe gerade in Wikipedia, die APTP
Wir sind sogar mit zwei Motorwagen gefahren. Ah, es gab zwar eine Durchgangsmöglichkeit durch die Motorwagen, diese war jedoch für Fahrgäste verboten und so hatte jeder Zugteil den gleichen Anteil an Plätzen der ersten und zweiten Klasse sowie ein eigenes Zugrestaurant. Außerdem wurde bedeutend mehr Personal benötigt. Eine Weiterentwicklung, die zwar geplant war, aber nie gebaut wurde, sollte Triebköpfe an den Zugenden haben und somit wirtschaftlicher sein. Nötig war der Schritt mit den zusammenhängenden Motorwagen, da aufgrund der schlechten, weil schlaffen Oberleitung nur ein Stromabnehmer anlegen durfte. Ein einziger Triebkopf hätte jedoch nicht genügend Leistung aufbringen können, die steigungsreiche Strecke mit hohen Geschwindigkeiten um 13 Eisenbahnwagen zu bewältigen. Cool. Habe ich nicht gewusst. Aber de facto waren es ja dann eigentlich zwei Züge. Wenn du dann halt alles mal zwei hattest. Also einmal links, einmal rechts vom Motorwagen. Geht von der Bremse weg. Zweimal Personal, zweimal Restaurant. Es ist nicht sehr durchdacht. Also vor allem, dass man den Motorwagen halt nicht durchgehen durfte. Also können ja, aber nicht durfte. Ich meine, so ein ähnliches Konzept gab es ja auch bei dem Schweizer TE-Zug. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Ah, wer hat der geheißen? Jedenfalls, also fährt er heute noch rum. Und der hatte auch diesen Motorwagen in der Mitte gehabt. Und da konntest du aber durchgehen. Meinte ich. So. Ja, da könnte man eigentlich sagen, der Successor von dem Ganzen, oder das Konzept, was dann funktioniert hat, war dann der HST. Der Dieselbruder vom APT. Wäre aber noch interessant gewesen, wie das finale Konzept ausgesehen hätte, wenn man hier die Triebköpfe vorne und hinten hätte. Ja, doch vermutlich so ähnlich Class 90 Style oder Class 91 Style gewesen sein. Hätte ich jetzt mal behauptet. So, da vorne ist Stafford. War eine ganz angenehme Fahrt. Außer, dass wir jetzt nicht Vollgas haben gehen können. Muss man nur noch sauber in den Bahnhof reinkommen. Und dann bin ich glücklich. Ah, geil. Aber ich glaube, ich sollte ein bisschen mehr bremsen. Mensch, da könnte man jetzt so geile Fotos machen in dieser Kurve. Ja, wo geht's hin? Einmal ganz nach links. Ja, nicht ganz. Ladies and Gentlemen, Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Reise. Mit Spavur Line Transport. So, in irgendeinem Szenario baue ich hier schon mal. Ah, glaube ich, auf diesem Bahnsteig. Aber ich weiß nicht mehr, was für eine Lok ich da fahren will. Muss vermutlich Class 86 oder sowas.
Okay, that's it. Ja, ich hoffe, die Fahrt mit dem APT hat euch gefallen. Wenn ja, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann zum nächsten Abenteuer in TS Classic oder Fantasy World. Mal sehen. Bis dann, macht es gut. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.